Hallo meine Lieben, ja, jetzt nochmal ein Video ohne Musik und zwar hatte ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, ihr wollt auf einem Label releasen, was müsst ihr beachten? Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit und das, da wollte ich heute mit euch ein bisschen was drüber quasseln und zwar die Möglichkeit einfach selber Musik zu releasen. Ganz vorweg, reich wird man mit Musik eh nicht und es gibt halt immer so ein paar Hurdles, also so ein paar Schwierigkeiten, wenn ich auf Label draufkommen will, weil die Musik auch genau passen muss und ich muss überhaupt das Label suchen. Aber ich kann auch, und das haben wir früher sehr oft gemacht, ganz damals, als es das Ganze noch nicht so einfach war wie heute, haben wir selber Musik released. Ich weiß noch, irgendwann ab 2003 konnte man seine eigenen Tracks mal auf MySpace hochladen. Ich glaube, das gibt's sogar noch, ist aber nicht mehr aktiv. Dann gab es natürlich ab 2007 irgendwann Bandcamp und zwischendurch hat man einfach für Freunde gejammt und hat seine Tracks fertig gemacht, weil man einfach nicht an ein Label rankam. Man hatte das Glück nicht und hat die ganzen Dinger so verteilt. Das ist natürlich heutzutage alles viel, viel einfacher. So, was ist das, warum möchte man dann halt noch selber releasen? Ja, Geld und Fame sind zweitrangig, wie halt gesagt, viel verdienen, tut ihr eh nicht damit, es sei denn, ihr werdet richtig famous, aber da habe ich euch in einem anderen Video auch schon mal gesagt, wenn ihr richtig famous werden wollt, spart euch das ganze Geld für eure DAW, kauft euch lieber Tracks bei einem Ghost-Producer, konzentriert euch auf euer Social Media, macht einen OnlyFans auf, dann werdet ihr famous. Wenn ihr einfach aber, so wie ich, Spaß an Musik habt, ja, dann macht einfach so weiter, es ist halt nur ein Hobby. Und für mich und ist es halt nur ein Hobby, was ich ernst nehme. Und vor allen Dingen, ich lege auch nicht viel Wert darauf, dass mich die ganze Welt hört, sondern ich möchte mit meiner Musik Leuten eine Freude machen, so Liebhabern, die halt genau auf diesem, ja, etwas unschubladierbaren Stil stehen, wie ich den habe. Ja. Ihr habt gesagt, warum selber releasen? Ich habe ja damit auch angefangen. Und habe früher schon Sachen immer auf Bandcamp released. Mittlerweile gibt es einige Möglichkeiten. Wir wissen ja, Bandcamp wurde ja jetzt ein paar Mal verkauft. Ist alles ein bisschen was neu geworden, anders geworden. Und ja, die Suche nach einem Label ist halt sehr, sehr mühsam. Oft schreibt ihr Label an, bekommt gar keine Antwort oder habt super lange Wartezeiten, bis das es released ist. Oder ihr bekommt Absagen oder noch nicht mal Absagen. Und dann habt ihr natürlich auch einige Label, die, das merkt ihr schon an den Verträgen, die nicht seriös sind, wo ihr natürlich auch Problemchen bekommt mit überhaupt etwas. Also ich habe jetzt teilweise schon Labelverträge von Leuten gehört, die müssen dann dafür zahlen als Musiker, dafür, dass das auf das Label draufkommt. Und wie halt gesagt, für mich im Alter, jetzt mit Ü50 ist das kein Weg und ja, deshalb mache ich das Ganze halt alleine. Was hat das natürlich auch noch für einen Vorteil? Wenn ich selber release, der selber releasen, habe ich halt die Möglichkeit, ich bin einfach ja, freier, ich bin independent, ich kann das machen, wo ich will und wie ich will. So, ich zeige euch mal ein paar Seiten, wo ihr selber releasen könnt. Die erste läuft jetzt hier schon im Hintergrund, das ist natürlich Bandcamp, die kennt ihr. Viele Leute ärgern sich allerdings über Bandcamp, weil selbst wenn ihr auf Bandcamp jetzt Techno sucht, werdet ihr keinen Techno finden, weil es gibt elektronische Musik, selbst wenn ihr Techno filtert, ist da so viel drunter, was überhaupt gar nichts mit Techno zu tun hat. Das geht schon auf keine Kur mehr, da ärgern sich die Leute seit Jahren drüber, dass das Ganze nicht gefixt wird. Aber wie halt gesagt, ich kenne einige Leute und natürlich, wenn ihr selber released, das habt ihr aber bei allen Seiten, es wird natürlich, also wenn beim Label wird natürlich Werbung gemacht, hier müsst ihr alles selber in die Hand nehmen. Aber wie halt gesagt, eine Möglichkeit ist Bandcamp und ich kenne einige Leute, die machen da trotzdem richtig gut, also die machen da Geld mit. Gut, Geld ist jetzt nicht viel Geld, auch nicht natürlich, aber die machen da halt ihren Geld mit, weil die haben da ihre Community gefunden und ihr habt ja auch immer das Pay What You Want und hier kann man dann auch Sachen kostenlos hochstellen. Wenn ihr das ein bisschen was anders machen wollt und ihr seid auch ein bisschen unzufrieden mit Bandcamp, ich hatte das ja schon ein paar Mal gezeigt. Ich selber bin bei Artcore, wie halt gesagt, die Links kommen alle von mir unten rein, da könnt ihr da mal nachgucken. Ich selber bin bei Artcore, Artcore ist so ein Zwischending vom Tom aus England gemacht worden, das ist ein Zwischending zwischen Bandcamp und Beatport, das heißt, also Techno ist viel einfacher zu finden. Mittlerweile, wie ihr seht, ihr könnt auch Merch anbieten, wie ich das dann hier auch mache oder wie das bei mir dann halt verlinkt ist.
Ihr könnt eure Tracks verkaufen und das Gute ist, ihr könnt es zu einem eigenen Preis machen. Und deshalb habe ich sowohl meine Seite als auch, warum was hier, so, als auch meine Labelseite von meinem Label Advina Moon inklusive dem Merch bekommt ihr hier. Und ich finde diese Seite eigentlich sehr schön, weil unter anderem hier unten werden die Artists vorgestellt, die bei mir schon released haben. Das werden jetzt in 2025 etwas mehr. Mein Label ist halt erst 24 gegründet worden. Und wenn ihr da drauf klickt, zum Beispiel, ach, nehmen wir mal den Oliver, gehen wir mal bei dem Oliver drauf, dann sieht man auch unten drunter wieder, auf welchen anderen Labeln er noch released hat. Und so könnt ihr auch, wenn ihr einen Geschmack habt, das finde ich immer sehr gut, also ihr habt einen Track gefunden, der toll ist, oder einen Artist gefunden, so könnt ihr euch da schön durchhangeln und auch neue Sachen entdecken. Ist für euch natürlich auch ein Vorteil, aber wie halt gesagt, ihr müsst da selber aktiv werden. So, wie sieht es hier aus bei Artcore? Müsst ihr eine Kommission bezahlen? Ich glaube, die sind 15% oder 20%, ist das ungefähr Kommission? Ich meine, es wären 15%, aber ihr habt die Möglichkeit, an Aktionen teilzunehmen und dann die Kommission runterzuschrauben. Bei mir ist sie im Moment, weil ich fleißig war, ist sie bei 8%. Und ihr habt eigentlich komplett alles mit Statistiken und Verkauf zur Verfügung, wie ihr das auch bei Bandcamp hattet. Jetzt sagen natürlich viele, Bandcamp ist kostenlos. Ja, Bandcamp ist kostenlos, solange ihr nicht auf die Artist-Sachen geht. Lasst mich das mal suchen. Bandcamp für Künstler und Bandcamp für Labels. Und das ist nämlich eine der Sachen, warum ich das zum Beispiel nicht bei Bandcamp mache. Bandcamp für Künstler gibt dir mehr Statistiken. Da kannst du einige Sachen mehr machen, aber das ganze Ding kostet, ja, oben viel, ich glaube 10 Euro im Monat, die du dann jeden Monat blechen musst, Preisgestaltung kostenlos, 10% für Merchandise, 15% bei digitaler Musik, genau, und runter, ich glaube, es sind 10 Euro im Monat. Und wenn ich das Ganze jetzt als Label machen würde, Bandcamp für Labels, damit ich auch eine ganze Statistik habe und meine Artists dann auch vernünftig dargestellt werden und ihre eigenen Seiten habe, ich glaube, dann bin ich schon bei 20 Euro im Monat. Es gibt ziemlich viele Labels, die das machen, die das auch erfolgreich machen. Und aber wie halt gesagt, dann schaut mal nach, das müsst ihr einkaufen. Dann seid ihr bei Bandcamp nämlich auch schon bei 20 Euro im Monat und dann ist es natürlich eine Frage, sozusagen, ob sich das dann, ach hier steht es, 20 US-Dollar pro Monat und bei den Artists müsste ich es dann auch haben. Künstlerkonto ist kostenlos, weil wir dienen das hier, genau, aber wenn ihr das Große haben wollt, dann bezahlt ihr da auch ein bisschen was für. Ne? Und da müsst ihr einfach schauen, ob sich das lohnt, weil ich meine, für ein Label, was gerade anfängt oder ihr seid independent und ihr macht das nur mit ein paar Freunden, ihr wollt euch da sozusagen ein bisschen etablieren, mal eben 100, 120 Euro im Jahr zu blechen oder sogar 240, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, weil so viel verdienen wir nicht mit unseren Releases. Wie halt gesagt, Artcore ist da eine Alternative, da brauche ich nichts vorzuschrecken, ich kann alles machen, was ich will und ich habe dann auf jeden Fall, bezahle ich halt meine Kommission. Jetzt vor kurzem ist noch rausgekommen AC55ID, das ist auch, da sind aber noch nicht viele Label und noch nicht viele Artists drauf. Und das Ganze kostet also auch jeden Monat etwas Geld, um dann hier jetzt gepusht zu werden, konzentriert sich auf den Bereich Techno eher und elektronische Sachen. Und gucken wir uns das mal an. Hier bezahlt ihr 10 Euro im Monat und bei Bandcamp gibt es die Free-Methode oder Bandcamp Pro für Artists ist dann halt auch 10 Euro. Und hier gibt es das Ganze auch nochmal für Label. Da seid ihr hier 20 Euro Unlimited Artists oder bei Bandcamp, ja, sind 20 Euro für 50 Artists, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist auch nur eine Möglichkeit. Da müsst ihr einfach mal recherchieren, ob euch das gefällt. Und ich habe mittlerweile auch schon von einigen Leuten gehört, die machen das gar nicht mehr mit Euro, sondern die machen das alles mit Bitcoin oder mit diesen Sachen wie also dieses ganze Digitale. Und da ist dann Audios zum Beispiel eine Seite, wo man auch selber Musik releasen kann. Genau. So, das ist selber releasen. Wenn ich natürlich auf Seiten wie Bandcamp drauf möchte, dann oder YouTube Music, dann schaffe ich das meistens nicht selber eigenständig, ne, sondern ich brauche einen Distributor. Und da platzt im Moment ja auch alles raus. Ihr habt Lander, ihr habt TuneCore, DistroKid, ich selber habe Ditto Music aus UK. Es gibt jetzt auch noch einen, der ist relativ neu, arbeitet mit der GEMA zusammen, Music Hub.
Es gibt Record Jet und so weiter, wo ihr die Sachen pushen könnt. Die Frage ist immer, möchtet ihr da auch drauf oder möchtet ihr da nicht drauf? Ihr habt gesagt, ich kenne viele Artists, die sind mit Bandcamp, sind die komplett zufrieden, die machen nur Bandcamp. Ein Vorteil natürlich, wenn ihr das über einen Distributor pusht, ist natürlich, ihr bekommt eine ISRC. Das heißt also, ihr liefert euren Track mit einem bestimmten Upload-Date an euren Distributor. Der Distributor pusht die ganzen Sachen. Und selbst wenn es nur YouTube Music ist, er pusht ihr halt auf YouTube Music und Soundcloud. Wobei Soundcloud könnt ihr das auch machen, zeige ich euch gleich noch. Dann pusht er die, ihr bekommt eine ISRC für eure Tracks und damit sind die schon etwas gesichert. Das heißt, wenn jemand probiert, die Sachen sich zu nehmen und dann einfach selber weiter zu verkaufen, ihr habt zwar das Urheberrecht, aber es ist sehr schwer, das Ganze nachzuweisen. Und so könnt ihr natürlich auch einfach etwas breiter fächern, ne, wenn ihr auf YouTube drauf wollt. Außerdem bei Bandcamp ist mir auch schon aufgefallen oder auch ein paar Kumpels von mir, dass es wirklich einige Leute gibt, die so dreist sind und einfach Musik von Leuten sammeln, die kostenlos ist, die das kostenlos anbieten. Und die sammeln die, machen ein neues Cover drüber, geben dem Ganzen einen anderen Namen und verkaufen dann die Musik. Wie halt gesagt, das ist natürlich sehr unschön und hiermit könnt ihr da so ein bisschen einen Riegeln vorschreiben. Was habt ihr natürlich noch für einen Vorteil, wenn ihr nicht über ein Label release, sondern selber? Na, ganz einfach, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also ich selber, wie halt gesagt, ich mache meine Distribution über Ditto Music. Und das ist nicht exklusiv und das habt ihr bei den meisten anderen kleinen, sowas wie Lander, TuneCore, DistroKid und so weiter, sind immer nicht exklusive Distributionen. Das heißt, ihr pusht über diesen Distributor eure Tracks an YouTube und an ich weiß nicht wohin. Also ich selber auch hier auf Beatport beispielsweise über meinen Distributor. Das ist ein Grund, warum ich den gewählt habe. Aber wie halt gesagt, es gibt so viele. Ihr müsst immer den schauen, der für euch der Beste ist. Ich kann hier halt auf Beatport pushen mit meinem eigenen Label-Namen. Und das war einer der Vorteile, die Sachen, die ich haben wollte. Und ich komme auch natürlich auf YouTube Music drauf, was ganz wichtig ist. Und selber hier auch auf Soundcloud werden die Tracks dann halt auch gepusht von mir und werden auch verteilt. Genau, und auf Soundcloud selber, hier oben gibt es den Teil für Künstler. Der ist jetzt auch relativ neu. Hiermit auch habt ihr auch die Möglichkeit, eine Distribution zu machen und kommt auf Spotify, lasse ich mal außen vor. Weil da verdienen wir alle sowieso nichts bei den Teilen, aber ihr kommt zumindest hier auf TikTok, ihr bekommt auf Amazon, Mixcloud, hier unten das ist Tidal und hier der wichtige Teil, ihr kommt auf YouTube und das Ganze auch mit einer Content-ID. Und die Content-ID auf YouTube ist halt auch sehr schön, weil sollte sich dann jemand euren Song rippen und den wieder hochladen selber, dann wird das von dem Algorithmus erkannt, das ist auch schon mal ganz toll, wird von dem Algorithmus erkannt und euer Name wird da drunter geschrieben und da euch da Tantiemen zustehen, das macht YouTube automatisch. Das heißt, wenn sich jemand euren Song klaut von irgendwo und schmeißt den auf YouTube hoch, da kann man sich schon fast bedanken, weil jedes Mal, wenn einer von seinem Kanal den Track spielt, verdient ihr damit ein bisschen was Geld. Aber wie halt gesagt, wir reden hier über 0, Cent pro Stream und pro Play. Genau, das sind somit die Möglichkeiten, die ihr habt. Und wie halt gesagt, wenn ihr Independent seid, habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, eure eigene D2C, also Seite zu wählen. Das heißt, Direct to Consumer. Ihr seid also nicht mehr abhängig von den Preisen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Distribution mache auf YouTube, da stehen die Preise fest. Wenn ich das Ganze bei Beatport mache, hier stehen die Preise zu den Tracks auch fest. Die legt Beatport fest. Aber wenn ich eine eigene D2C, Direct-to-Consumer-Seite haben möchte, also selber an meine Fans oder Leute, die Musik mögen, verkaufen möchte, habe ich halt über Bandcamp oder Artcore, habe ich halt die Möglichkeit, eigene Preise zu gestalten. Und somit habe ich nicht unbedingt weniger Gewinn bei einem Verkauf, aber ich kann den wirklich aktiven Zuhörern kann ich Vorteile anbieten, indem der Track dann auf einmal nur noch 2/3 von dem kostet, was er woanders kosten würde oder teilweise nur die Hälfte. Genau, das sind Sachen und wie halt gesagt, hier ist auch immer wichtig, wenn ihr diese Sachen hört und wenn diese Plays hört, es gibt immer zwei Arten von Zuhörern. Die Zuhörer, die wir als Independent Artists haben wollen, sind eigentlich die aktiven Zuhörer. Das sind die Leute, die also wirklich auch deine Tracks hören, weil sie deine Tracks wirklich mögen, die du machst.
Und die anderen, der größte Teil, 90%, sind also passive Hörer. Das sind Leute, die einfach durch deine Tracks durchskippen oder die in der Playlist hören. Die sind nicht so wichtig. Und in der D2C-Seite kann ich genau meinen aktiven Zuhörern, kann ich damit sozusagen nochmal ein ganzes, also ein schönes Geschenk machen. So, zum Distributen insgesamt noch gesagt, es gibt hier keinen Besten. Also ihr könnt euch zu Tode suchen bei diesen ganzen Sachen. Ihr werdet nicht den Besten finden, sondern ihr müsst euch mit denen die Preise vergleichen, schauen, ob das Subscription sind oder ob ihr da pro Release was macht, welche Plattformen überhaupt bedient werden. Einige bedienen beispielsweise Beatport nicht. Mir persönlich war es wichtig, auf Beatport zu kommen. Andere, die bedienen zwar Beatport, aber dann steht dahinter sozusagen der, ich glaube bei TuneCore ist das so und bei Lander, dann steht da hinten einfach als Label Lander oder TuneCore. Ich wollte meinen eigenen Labelnamen haben. Wenn euch Beatport nicht wichtig ist, könnt ihr das Ganze vergessen. Also da könnt ihr das Ganze für euch streichen. Da müsst ihr einfach einen suchen, mit dem ihr da zurechtkommt. Trotzdem solltet ihr darauf achten, genauso wie ich das in dem anderen Video gesagt habe, wenn ihr das macht, macht einen sauberen Mixdown und wenn ihr das macht, macht einen sauberen Master. Na, nehmt nicht zu viel KI, die versaut die Sachen schon mal und vertraut da euren Ohren und trainiert eure Ohren, wird es noch ein Video zu geben, wo ihr natürlich auch vor allen Dingen darauf achten müsst, wenn ihr Independent released, ballert euch nicht irgendwas mit Sample Packs voll, wo Copyright drauf ist, also wenn, müsst ihr schon royalty free arbeiten, weil ihr ganz alleine seid dafür zuständig, logischerweise. Ihr selber müsst auch die Release planen, also wenn ihr Tracks macht, man kann es natürlich frei machen, ne? Aber das ist schon eine Planung, diese ganzen Sachen da einzustellen, wenn ihr da selber released und dann auch über einen Distributor und vor allen Dingen achtet darauf, dass ihr eure Werke auch schützt, wenn ihr die schon mal eigenständig rausschickt. Wir hier in Belgien, da gibt es ein Online-Depot von der Sabam, da kann man das hochladen. Es gibt aber auch musikschützen.de oder Protect My Work oder solche Sachen, die kosten teilweise 19 Euro pro Track oder 48 Euro jährlich. Und wie halt gesagt, dann bekommt ihr auch eine Nummer, mit der ihr das Ganze nachweisen könnt. Aber hier müsst ihr auch ausrechnen, 19 Euro pro Track. Die Frage, ob ihr das durch Streaming reinbekommt oder durch die Verkäufe reinbekommt, ist halt immer noch sozusagen, muss man dann halt schauen. Und hier ist es dann teilweise günstiger, sich so einen Distributor zu holen. Beispielsweise, also wie halt gesagt, ich habe einen anderen, aber beispielsweise hier, wenn ihr das Ganze über Soundcloud macht, dann kommt ihr ja auf YouTube Music, ihr kommt auf Tidal zum Streamen, ihr kommt auf Amazon. Und hier, wenn ihr eh einen Soundcloud Pro Account habt, also wenn ich jetzt hier, Moment, Comments, genau, wie heißt das? Next Pro habe, also wenn ich das Große habe und wenn ihr das eh habt, also wenn ich das Große hätte, ich hab's nicht, wenn ihr das Ganze in Groß habt, eh das Next Pro, dann dürft ihr auch Distribution machen und dann rechnet sich das dann für euch und ihr erreicht damit natürlich auch ein Publikum. Und wie halt gesagt, der große Vorteil ist natürlich auch, wenn ihr selber released, dann merkt ihr auch genau, wo eure Leute sitzen. Na, also ich kenne Leute, da ist das, die laden Sachen auf Soundcloud hoch, haben sofort ein paar hundert Plays. Bei mir ist das Beispiel so, hat sich das über YouTube ergeben, dass bei mir YouTube Music sofort relativ stark hochgeht. Und bei anderen Leuten ist es halt Beatport und eine andere Plattform, Apple Music oder sonst wo. Und da müsst ihr mal schauen, sozusagen, wo ihr da seid. Aber der Vorteil, wenn ihr selber distributet, also wenn ihr selber released und auch selber dann über den Distributor geht, ist, ihr könnt das alles durchanalysieren. Von wo kommen meine Plays sozusagen, wo ist meine Bubble, wie es so schön heißt, ne? Ja. Vergesst nicht, die Sachen selber zu bewerben. Ansonsten findet euch nämlich keiner. Das ist heutzutage extrem schwierig. Aber hier die richtige Plattform zu finden, ist auch etwas schwierig. Ihr könnt halt nicht alle bedienen. Also das ist saumäßig viel Arbeit, die Social Media. Ihr konzentriert euch auf die wichtigsten und da ist auch wieder das Tolle, wenn ihr die Sachen pusht, dann merkt ihr ja, wo eure Bubble sitzt, die ihr bedienen wollt und dann könnt ihr auch da den Social Media Bereich verdienen. Und vor allen Dingen nochmal ein ganz guter Tipp für diejenigen, die meinen, ne, so von wegen durchstarten, also mäßigt eure Erwartungen ein wenig, weil wie halt gesagt, wir verdienen mit dem Musik-Releasen wirklich nicht viel Geld. So, ich tue euch die ganzen Links natürlich wie immer unten rein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Lieben Gruß aus Belgien, wie immer, euer Alexander.